Streetfood kann man auch zu Hause haben. Ganz einfach und schnell. Chili con Carne gehört zur sogenannten Tex-Mex-Küche. Nicht zu verwechseln mit der mexikanischen Küche. Bisschen abgewandelt, ein bisschen weiter weg vom Original, aber richtig, richtig lecker. Alle Zutaten, die wir dafür brauchen, haben wir hier. Ja, da gehört auch Gemüse rein. Chili braucht Pep, ein Chili braucht Feuer und ein Chili braucht gute, frische Materialien. Die Zubereitung ist super easy, aber eins bitte beachten. Wichtig ist beim Chili natürlich auch, jedes Gemüse hat einen anderen Gargrad. Das heißt, wir dürfen nicht alles zusammen auf einmal in den Topf werfen. In ein Chili gehören auf jeden Fall Zwiebeln, Knoblauch und frische Tomaten. Für alle, die sonst immer eine Tomate abkochen, um sie zu häuten, braucht ihr gar nicht. Messer im 45-Grad-Winkel ansetzen, Fruchtfleisch raus. Das gleiche nochmal hier auf der Schale. So einfach geht's. Was sonst noch in ein Chili gehört? Richtig gutes Hackfleisch. Schönes Rinderhack, schön fett durchwachsen. Dann kriegen wir dann einen richtig geilen Geschmack hin. Nach und nach alle Komponenten zum Hackfleisch dazu. Was beim Chili nicht fehlen darf, was Scharfes. Und hier eine getrocknete Habanero. Die ist wirklich mit Vorsicht zu genießen. Also da reicht auf die Menge Chili, würde ich sagen, echt eine Viertel Habanero. Die hat so einen Dampf. Das Tomatenmark röstet Timo kurz in der Pfanne an, damit die natürliche Süße rauskommt und das Mark nicht bitter schmeckt. Das lassen wir jetzt so wirklich gut und gern. Ich schätze mal 25 bis 30 Minuten lassen wir das einköcheln. Zum Chili gibt's eine Creme Fraiche. Die peppt Timo mit etwas Limettenabrieb und Saft auf. Und dann richten wir auch schon an. Und ich kann euch jetzt schon sagen, scheiße wird das lecker. On top gibt es noch eine ordentliche Portion Cheddar-Käse. Probieren darf Bruder im Geiste und Kochkollege Alex. Guten Appetit. Gut. Lecker, ne? Schöne Schärfe, ne? Ich finde das geil mit dem das Creme Fraiche. Mhm. Und Limettenabrieb und ein bisschen Limettensaft. Schöner Kontrast dazu. Oh, lecker. Mhm, super. Ja. Fällt mir gut. Die Süßkartoffel ist sehr vielseitig einsetzbar. Ob als Püree, Pommes oder wie in unserem Fall in einem Spicy Curry. So ihr Lieben, jetzt gibt es ein richtig leckeres veganes Süßkartoffelcurry. Dafür haben wir jede Menge Gewürze hier. Aber als allererstes müssen wir uns um unsere Süßkartoffel kümmern. Einfach in kleine Würfel schneiden und ab damit in die Pfanne. Nur so ein bisschen anschwitzen das Ganze. Und dann einfach mit der Kokosmilch auffüllen. Kuckucksmilch. Außerdem noch eine Zucchini. Wer die nicht mag, nimmt vielleicht eine Paprika. Dann lassen wir das so ungefähr 5 Minütchen einkochen. Dann kommt die Zucchini dazu, dann noch unsere frisch gehackte Petersilie. Einmal final abschmecken, anrichten, fertig. Das ist das schnellste Currygericht der Welt. Aber alles frisch und mit nur wenigen Zutaten. Noch ein bisschen Chili und frische Petersilie obendrauf. Healthy Food. Oh yeah, und das als Streetfood-Variante. Das Süßkartoffel-Curry. Vielleicht scharf. Mhm. Bisschen schärfer als normal, aber gut. Liebe Süßkartoffel. Ich habe sie erst gehasst, mittlerweile liebe ich sie tatsächlich. Sehr lecker. Danke. Wer Fleisch vermisst hat, da ist es wieder. Richtig schön saftiges Rinderhack mit ein bisschen was Gesundem und ordentlich Schärfe. Das ist unser Sandwich aus der Hölle. Der Name ist Programm, es ist sehr, sehr scharf, aber es ist schweinelecker und es ist einfach nur genial. Dazu bereite ich jetzt hier schon mal eine Guacamole vor. In die gehört eine Avocado, Knoblauch, was Tomatiges und frische Petersilie. Ich habe hier einfach ein Hackfleisch, Rinderhackfleisch, um es genau zu nehmen. Das würzen wir auch nur mit Salz und Pfeffer. Und dann machen wir da so richtig kleine, schöne, feurige Meatballs raus. Währenddessen schon mal die Buns im Ofen aufwärmen. Dann haben die einen schönen Crunch und warm schmeckt's einfach besser. Schon geht's ans Befüllen. Also es wird definitiv mega lecker, aber es wird auch definitiv eine mega Sauerei.
Das ist völlig egal, solange es schmeckt. Und das sieht ganz danach aus. Unser Hell's Kitchen Sandwich mit Meatballs, Guacamole und Jalapenos. Also was zu Hause zu machen und nicht immer zum Foodtruck zu rennen, finde ich eigentlich schon ganz cool. Ne? Schnell gemacht, also wirklich schnell. Geil. Sehr lecker. Ja. Richtig gut. Buletten nach Berliner und Kartoffelsalat nach Hausfrauenart. Mal schauen, was die Hausfrauen und Berliner so drauf haben. Die Berliner sind da relativ stumpf, das ist aber nicht böse gemeint, was es angeht, aber die sagen halt auch, weniger ist manchmal mehr. Das Hackfleisch kräftig würzen, sonst schmeckt's schnell fad. Die Zwiebel sollte man vorher immer glasig anschwitzen, dann nimmt das so ein bisschen die Schärfe von der Zwiebel. Und dann beißt man halt nachher nicht auf so einer harten Zwiebel rum. Zum Anbraten der Buletten am besten Butterschmalz verwenden. Das gibt noch mal ordentlich Geschmack. Wichtig hierbei, auch viele Leute braten die Frikadellen immer sehr, sehr heiß an. Ist auch nicht gut, dann kriegst du eine sehr krosse Außenhülle und innen drin wird es dann meistens auch relativ trocken. Timo brät die Buletten 2 bis 3 Minuten von jeder Seite an. Währenddessen bereitet er den Kartoffelsalat zu. Kartoffelsalat Hausfrauenart ist halt einfach mit Apfel, mit Mayonnaise. Wir haben ein bisschen Petersilie mit drin. Wir haben ein bisschen Kapern mit drin. Wir haben ein bisschen Gewürzgurke mit drin. Ein bisschen Limette. Und schon ist das Ganze lecker. Das bedeutet ein bisschen Schnibbelarbeit, aber für das Ergebnis lohnt es sich. Was jetzt? Kommen die Kollegen noch in den Ofen. So 15 bis 20 Minuten, 150 Grad. Dann sind die richtig schön fluffig und durchgegart. In einen Kartoffelsalat nach Hausfrauenart gehören auch Gewürzgurken und natürlich Eier. Dann gieße ich das restliche Gurkenwasser auf die Zwiebelchen. Gebe noch ein wenig Wasser mit hinzu. Lass mal diese 2 Minuten drin köcheln. Und dann habe ich hier ein bisschen Kartoffelstärke. Und mit der Kartoffelstärke binden wir oder bilden wir quasi die Basis unseres Kartoffelsalats. Wenn die Kartoffeln ausreichend abgekühlt sind, kann man diese in Scheiben geschnitten mit den restlichen Zutaten vermengen. Buletten aus dem Ofen und los geht's. Einfach gemacht, schnell gemacht und vor allen Dingen lecker gemacht. Lecker sieht's auf jeden Fall aus. Mal schauen, ob's die Berliner und Hausfrauen wirklich drauf haben. So, das Gemüse legen wir mal zur Seite. Zu dem Apfel ist geil. Cool, ne? Schmeckt natürlich schon raus. Eier natürlich noch, ne? Der schmeckt nicht so mayonnaisig. Ehrliche, authentische Küche. Richtig lecker. Gut. Ein Whoopie ist ein weicher Doppelkeks, eigentlich mit Marshmallow-Füllung. Wir machen ihn mit einer Blaubeerfüllung. Und dazu nehmen wir uns erstmal unseren Rohrzucker und ein bisschen Margarine und rühren uns das erstmal ein bisschen schaumig. Das ist der Teig für den Keks. Da gehört auch noch richtig viel Schoki rein. Und jetzt im Wechsel ein Reisdrink und Dinkelmehl. Das heißt, das Ding ist auch noch fast gesund, aber auch nur fast. Wir machen ja hier nicht nur Gesundes, sondern auch Leckeres. Wer mag noch alles rohen Teig? Das wird lecker. Mit einem Eislöffel hat man gleich die richtige Portion auf dem Backblech. Portionchen, immer ein bisschen Platz lassen zwischen den Biestern, weil die natürlich noch ein bisschen aufgehen. Die Kekse noch etwas flach drücken, sonst sind sie später zu hoch. Und der Teig geht ja während des Backens noch auf. So, ihr Lieben, jetzt müssen wir uns noch um die Füllung kümmern. Dafür nehmen wir uns hier noch mal ein bisschen Margarine. Ein kleines Kleckschen und ein ganz bisschen Staubzucker. Damit meint er Puderzucker. Rein kommen noch Blaubeeren, Vanillemark und Frischkäse. Und einmal durchquellen, bitte. Dann holen wir uns unsere, die gehen aber gut auf, unsere Upsis raus, lassen die abkühlen und dann belegen wir sie mit der Creme und Blaubeeren. Mit einem Spritzbeutel oder, Achtung, mit einer Flasche funktioniert das am besten. Keksdeckel drauf und für die Optik Puderzucker, lasst es euch schmecken. Tatsächlich wäre es ohne die Blaubeeren langweilig. So, wenn die Blaubeere reinbeißt, hat einen gewissen Crunch. Er kann bocken! Er kann nicht nur das. Timo hat gezeigt, dass man Streetfood ganz easy, schnell und lecker
auch zu Hause zubereiten kann.